Kinder schauen durch das Fenster nach dem ersten Stern. Und wenn der erste Stern da ist, dann fängt das große Essen an. Wir sind in der Ukraine fast alle Orthodoxen und wir haben Weihnachten am 7. Januar und das ist so ein Familienfeiertag sozusagen. Hallo zusammen, mein Name ist Daniela, ich komme aus Rumänien und ich wollte dieses Video drehen vor einem leuchtenden Christbaum, aber leider meine Katze hat total andere Pläne gehabt. Egal, Weihnachten in Rumänien. Eine Woche oder zwei Wochen vorher fangen wir an, Wohnung sauber zu machen. Aber richtig, als das Ordnungsamt vorbeikommt und nicht das Christkind. Wir kochen, wir backen, als wir das ganze Jahr nichts gegessen haben. Aber was ich geliebt habe, was Sie auch vielleicht im Hintergrund jetzt gerade hören, sind die Weihnachtslieder, Kolinde bei uns genannt. Wir sammeln uns alle, wir gehen von Haus zu Haus und das Freude bringen bei anderen Menschen. Und ich hoffe, dass Tradition heute auch noch behalten wird, weil es einfach was Schönes. In Mexiko gibt es hauptsächlich drei Varianten von Feiern. Also die, weil wir sind so nah zu den USA, also ihre Traditionen oder ihre Feiern uns beeinflussen. Also es gibt auch im Süden oder im Mitteln der Land Leute machen wie die Spanien, weil wir von Spanien erobert wurden vor ungefähr 1000 Jahren. Und unser Gott, ich meine, der heißt Huitzilopochtli, er wurde auch im 25. geboren, Dezember. Und wenn die Spanier kamen und sie fragten, also, wie heißt dein Gott und wann wurde er geboren? Ah, er wurde geboren am 25. von einer Jungfrau und er ist ein Gott, aber er ist der Sohn von einem anderen größeren Gott, genau wie Jesus. Am 6. Januar haben wir Heiligabend. Da sind wir immer, da waren wir immer bei meinen Eltern. Und am Abend, es wird sehr familiär gefeiert und Weihnachten erst ab 7. Januar, da wird es richtig gefeiert, da kleiden sich die Kinder vor allem und freuen sich, um zu laufen von Häuser zu Häuser und solche Lieder zu singen. Da bekommt man auch die Kleinigkeiten und die Süßigkeiten oder auch manchmal Geld. Es hat mir damals sehr viel Spaß bereitet und ich vermisse auch die Zeit, obwohl ich finde, es ist was ganz tief in mir steckt. Das Feiertag in ganz Deutschland. Wir feiern auch wie deutsche Leute. Das ist für uns auch ein wichtiger Tag in Deutschland. Wir machen eigentlich nichts, also es ist ein normaler Tag bei uns, weil ich bin ja Muslime. Ja, aber wir haben halt zu Hause einen Baum, also einen kleinen Baum. Und weil für uns ist auch wichtig, das zu machen, weil wir gehen ja neues Jahr und so. Und dann kommen halt unsere ganze Familie zu uns und dann essen wir. Weil wir sind ja auch in Deutschland, also deswegen wollen wir auch mitmachen, weil es auch schön ist. Früher, als ich Kind war, gab es sehr viel Schnee. Wenn jemand an der Bushaltestelle zum Beispiel gewartet hat, es gab in manchen Jahren 2 Meter hohe Schneeberge, dass die Busse kaum fahren konnten. Wenn die Busse längere Zeit nicht gefahren sind, hat man die Leute einfach von der Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle eingeladen. Weihnachten hat man auch Nachbarn eingeladen, wenn zum Beispiel jemand alleine war. Wir haben schon einen Baum und wir müssen Schmuck drauf legen und alle Laden, die Christenladen müssen auch zumachen und die Familie sind auch immer in diesem Fest zusammen. Wir besuchen unsere Familie und am Abend wir feiern mit Freunden. In Afrika normale wir andere Leute gehen in
Disco, so, ja, in Disco, Konzert, ja, dann auch Essen zusammen. Bei meiner Familie, wir machen es hauptsächlich wie Amerikaner. Also es gibt eine große Emphasis oder, wie mit der Weihnachtsmann und die Geschenke und nicht viel zu Christkind selbst. Aber bei meiner Frau, wir sind von verschiedenen Orten und ihre Familie, sie machen es so wie mehr wie mit Gott in dem Kopf, also in seinen Geburtstag und sowas. Dieses Jahr ganz klassisch fahren wir Familie besuchen, Onkel, Tante mit den Cousins und Cousinen und auch die Oma und werden da eine kleine Runde machen durch den Schwarzwald, also etwas außerhalb von Bayern. Ja, und dann gibt es Essen und Trinken und einen Weihnachtsbaum. Wir mieten einen großen Saal. Wir gehen, jeder bringt ihr Essen mit und Süßigkeiten, Obst, verschiedene Essen, verschiedene unsere Kulturessen und die Musik läuft die ganze Zeit. Am ersten Weihnachtstag hat man meistens Familie eingeladen, also Tanten, Onkels und da hat man am zweiten Weihnachtstag, entweder ist man selber irgendwo hingegangen oder kamen auch die Gäste zu uns. So dass am Weihnachten meine Familie, also ich hatte einen Bruder und Eltern, wir waren nie allein. Also das war wirklich ein Familienfest. Und manche Männer hauptsächlich, es ist ein so Gebrauch, also ein Brauch, dass sie betrunken alle Tage sind. So, das ist wie eine Herausforderung oder ja, es ist eine große Ziel. Ich werde mich betrunken für einen Monat lang jeden Tag. Wenn vor Weihnachten Leute auf Weihnachten sprechen, sofort man denkt, gibt es Bäumen. Ja, das vor einer Woche, ich habe einen großen Baum, so ungefähr einen halben Meter gekauft, liegt im Wohnzimmer bei uns, also auf meinem Wohnung. Wir sehen das jeden Tag. Es war schön. Heute bei mir mindestens ist dasselbe. Wir begehen Weihnachten immer mit der Familie. Ich lade hier meine Schwiegereltern und dann freuen wir uns alle gemeinsam. Ich bin Kindu, aber wir feiern nicht Weihnachten, aber manchmal ich gehe in Grieche. Wir feiern Weihnachten hier so wie die alle anderen. Leider ist es nicht mehr von meiner Kindheit geblieben, aber am 6. und 7. telefoniere ich noch mit meiner Verwandtschaft und wir erinnern uns gemeinsam an schöne Zeit damals, als wir Kinder waren. Die Tradition in meiner Frau-Familie ist so, dass der Baum ist schon geschmückt und dann am 24. die Kinder kommen rein, später Nachmittag. An diesem Tag dürfen sie den Raum nicht betreten. Erst Nachmittag zum Abendessen dann kommen und staunen. Wir feiern immer Silvester und das ist so ein Hauptfeiertag des Jahres. Meine Kultur ist, wichtiger Fest ist ein Pongal. Pongal ist ein Erdankenfest. Feiern wir Mitte Januar. Andere ist Neujahr. Feiern wir im April. Wir haben zwei große Feste. Weihnachtenfest und Ramadanfest. Traditionell tanzen, Thermaktöpfel, heißt Padu. Ja, diese Töpfel heißt Padu. Hidden's Hair. Wenn wir haben Beispiel in Ramadan und so, ja. Die Ende
Ramadan endet, dann mag das. Die Leute tanzen in die Straße, überall die Stadt. Also bei mir jetzt zum Beispiel hier steht noch kein Tannenbaum. Ich wohne zurzeit mit Eltern und wir werden das vielleicht so in einer Woche vielleicht kaufen. Also vielleicht weißt, viele Deutsche schmeißen schon vor Silvester die Tannenbäume weg und wir kaufen erst so am 20. sowas und schmeißen dann Ende Januar. Eigentlich, das ist ähnlich wie Weihnachten, aber zuerst fasten wir einen Monat und dann nicht noch diesen Monat kommt die 3 Tage und in diesen 3 Tagen muss Familie kommen zu einer Wohnung und wir haben so viel Besuch, wir müssen viel Süßigkeiten haben, alle Läden auch müssen zumachen, nur die muslimischen Läden. Christ manchmal auch, kommt drauf an. Mein Lieblingsfest ist Deepavali. Deepavali ist ein Lichterfest. An diesem Tag bekommen wir Geschenk von unserer Freund und Familie. Unsere Religion gibt 2 wichtige Feste. Einen Fest im Dezember, kommt nach dem Tage, am 18. Dezember. Wir fasten 3 Tage, also wir essen nicht. Am Sonntag, am Montag, am Dienstag und Mittwoch ist unser Fest. Man kauft sogar, für Weihnachten kauft man sogar keine Geschenke füreinander und für Silvester kauft man immer Geschenke, also und große Geschenke wie zum Geburtstag und sowas. Nicht was Symbolisches, sondern was Teures. Also Weihnachten ist bei uns nicht mit den Geschenken verbunden. Die Geschenke haben wir am 1. Januar schon bekommen zum Silvester. Also bei uns werden die Geschenke früher verteilt. Und zum Weihnachten gab es keine Geschenke bei uns. Wir haben auch so einen Weihnachtsmann sozusagen. Aber der kommt zu unseren Kindern am Silvester. Also nicht am Weihnachten, sondern am Silvester, am 1. Januar früh. Und legt die Geschenke unter den Tannenbaum. Die wichtige Essen gibt es 3 verschiedene ungefähr. Wir machen dann immer so großes Essen, zum Beispiel da mal so Weinblätter, so mit Fleisch gefüllt und so. Und wir machen halt was, zum Beispiel Baklava oder so, machen wir so was Kleines. Salate und es gibt alles so gemischt, also auch von syrischen Seite und irakischen Seite. Zum Essen sind 12 Gerichte, immer jedes Jahr geplant. Das sind natürlich kleine Sachen. In Polen isst man am Weihnachten am 24. kein Fleisch. Mit 12 Gerichten auf dem Tisch, die alle 12 Gerichten sind ohne Fleisch? An den Tag, ja, natürlich. Viele essen. Es ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt nichts so Spezielles. Normalerweise machen wir Tamales. Es ist wie ein Art von Brot, von Gerichte gefüllt. Alle wir, Schuba, wie sagt man das? Chaladiert. Das ist wie Sulze, aber das. Das schaut ein bisschen anders aus, aber ist im Prinzip Sulze. Und viele Salate, also Hähnchen. Zuckerfest, wir müssen so nur Süßigkeiten machen. Und die sind wie Baklava, kennen Sie das? Ja, und ein paar Dinge noch. Aber wenn Familie ist da, dann wir müssen viel Essen machen und alle zusammen essen einfach. Aber für Besuch nur Süßigkeiten. Also meistens tatsächlich an Heiligabend so ein Klassiker, das ist badisches Schüffeli, das ist so Schweineschulter mit Kartoffelsalat dazu, also ein relativ simples Essen. Diese beiden Fest, die Weihnachten und Ramadanfest, wir essen Reis und viele Fleisch. Es gibt auch ein Hauptgericht, Kutia heißt. Es ist ein flüssiges Gericht aus Weizen, Mohn, Walnüsse und Honig. Und es wird als allererstes gegessen. Das heißt einen Kutlek. Das ist wie Reis und im Drinnen Lammfleisch und Gemüse. Und die zweite ist Abrach. Das ist die
Trauben mit Reis drin und gebratene Gemüse. Die dritte ist Reis, aber wir machen gelb die Reis und mit Gemüse, gebratene Gemüse und Hähnchenfleisch. Meine Heimatland wichtig essen Reis und Curry. Wir feiern auch den 6. Januar, wo angeblich die drei Königinnen haben Jesus besucht. Und an diesem Tag essen wir ein besonderes Brot, der hat kleine Jesuskinder Kinder drin. Aber und wenn man es befindet, also bei Schneiden, und dann man findet ein Kind, dann wirst du verpflichtet, die nächste Party zu bezahlen für alle die Leute. Früher an Weihnachten hat man Zitrusobst bekommen, also Orangen, Bananen, was in Polen eine Seltenheit war. Ich habe immer gedacht, Orangen und Bananen sind nur am Weihnachten. Mandarine. Also Mandarine essen alle am Silvester. Ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht aus alten Zeiten von vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Und damals waren die Mandarine was Außerordentliches, also im Winter. In Mexiko, Leute denken, dass der Weihnachtsmann kommt aus Deutschland. Aber ich habe einen Neffe und er schreibt an diese Briefe, und seit ich Deutsch lerne, dann ich antworte diese Briefe auf Deutsch. Und ich sage, ich bekomme Antworten von der echten Santa Claus, der Weihnachtsmann, der in Deutschland lebt. Da fange ich gleich mit einem Lied, die heißt Kolatka, und das wird bei uns gesungen. Da sind die Kinder von Haus zu Haus laufen und diese Lieder singen, Lieder über Geburt von Jesus Christus. Dobry večer, dobry pane gospodaru, radujся, oj radujся, zemle, syn Boży narodився. Und so weiter. Ich habe es vor, die Gerichte von meiner Mutter oder meiner Frau nachzumachen, also die Rezepte bekommen und die Zutaten hier finden, und dann wir können zusammen feiern, aber obwohl wir sind ganz weit weg voneinander, also ich muss lernen, wie funktioniert die Küche und das Ofen und sowas. Und mit der Putten, ja, die Vogel. Meine Seele ist immer noch den 6. Januar geblieben, sowieso. Und hier respektiere ich auch den Heiligen auch genauso. Ich kann mir auch die Erinnerungen, die tauchen auf. Es ist auch ähnlich. Ich finde es auch schön, dass ich hier so ein bisschen Ähnlichkeit habe. Die Wünsche waren viel kleiner als hier. Die Möglichkeit gab es auch nicht, dieselben, was jetzt die Kinder haben. Ich war, wenn ich so überlege, dankbar für jede Kleinigkeit. Es gab es nicht viel. Ah, ich würde gerne ein Flugticket nach Mexiko bekommen. Das ist aber unmöglich, ja. Das ist zu teuer, diese Flüge. Der normale Preis ist 200 Euro und ein Weihnachtstag ist es bis 1000 Euro. Mein Wunschzettel dieses Jahr, außer natürlich Weltfrieden und sowas, also der materielle Wunschzettel, der ist dieses Jahr eine Kaffeemühle drauf, um Kaffeebohnen zu mahlen, und vielleicht so eine Art kleine Tasse, mit der man sich so einen Kaffee zubereiten kann, hier für die Arbeit, so wie so eine French Press. Ich weiß nicht so viel Dinge über Weihnachten in Syrien, aber ich weiß eigene Dinge. Wir haben schon einen Baum und wir müssen Schmuck, Weihnachts heißt das, drauf legen. Ich freue mich, wenn ich sehe, wie die Augen von meinen Kindern strahlen, und das erfüllt mich mit Freude.